Leute, ich bin's Conny und heute rede ich mit euch über die besten Pet Simulator X Updates, die es jemals gab. Was war denn euer Lieblingsupdate? Schreibt's mir in die Kommentare. Wir legen erstmal los mit Nummer 5, das Alien Update. Das Alien Update haben viele von euch wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist meiner Meinung nach eines der besten Updates, die während der Techworld-Zeit rausgekommen sind. Viele der Techworld-Updates waren einfach nur Füller-Updates, die einen zum nächsten Update hingeleitet haben. Das Update hat dann wieder ein bisschen mehr Content gebracht, ein paar bessere Eggs gebracht. Man hatte mal wieder ein bisschen was zu tun und zwar nicht einfach nur zu farmen. Aber es gab natürlich noch sehr viel bessere Updates. Doch bevor wir uns die anschauen, lassen wir nochmal das Alien-Update Revue passieren. Es gibt jetzt Alien Pets, Alien Lab, Alien Forest, 3 neue Eggs, 2 neue Mythicals, Huge Pegasus Pets, Giant Alien Chest, Diamond Cap wurde geraced, das heißt, man kann mehr Diamonds auf einmal haben, Interface Upgrades, schauen wir uns gleich an, Auto Delete, Additions, Balancing, Halloween Event ist vorbei und mehr. So, als allererstes werde ich mal meinen Rank Reward redeemen. Wir sehen, dass da vorne das Ding wieder zu ist. Das heißt, Wrestler Champ nicht alle Bugs gefixt. Hier komme ich nicht mehr rein. Naja, so ist das dann wohl. Wir müssen uns jetzt erstmal alles angucken. Ich habe ein bisschen gewartet, bis ich in das Update reingehe, weil ich auch gemerkt habe, Preston hat ein paar Mal Sachen gefixt, die Server wieder neu gestartet. Wir gehen jetzt als allererstes... als allererstes fahren wir hier runter. Ich habe nämlich schon ein paar Sachen mitgehört. Ich habe noch an einem Thumbnail gearbeitet, während die anderen im Channel schon alle begeistert das Update gespielt haben. Deswegen habe ich gehört, dass hier scheinbar noch irgendwas dazwischen gekommen sein soll. Vielleicht habe ich mich da auch überhört. Wir gucken einfach mal nach. Erstmal Tech-Region. Gehen wir den normalen Weg. Mein Ultra-Lucky-Boost ist weg vom Livestream am Samstag. Hatte ich den noch drin. Jetzt ist er weg. Hier wurde aber in der normalen Welt nichts hinzugefügt. Okay, dann habe ich mich da wohl verhört. Wir begeben uns jetzt in die Tech-Region. Und angekommen in der Tech-Region geht es dann endlich auch mal ein bisschen weiter. Da hinten gibt es Regionen, die wir freikaufen können. Oh, 8,25 Millionen. Kann ich mir leisten. Sehr gut, dass ich mir Sachen leisten kann. Hier, diese Kiste, die braucht jetzt nicht mehr so lange abzubauen. Guckt, die hat jetzt nur noch 1,5 Trillionen. Früher hatte die, glaube ich, 5000 Trillionen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sehr viel mehr als jetzt. Dann unlocken wir jetzt einfach mal diese Region hier. Tap to unlock. Bye. Und wir haben es geballt. Und boah, das ist auch mein Look, ne? Das gefällt mir. Aber hier wollen wir uns eigentlich gar nicht erst aufhalten. Wir gehen direkt in diese Region rein. Kaufen uns das hier. Sind dann hier angekommen. Boah, das sieht noch viel geiler aus. Dieser Wald. Boah. Hier steht dann wieder coming soon. Ich kann mir viel mehr leisten. Wir gehen jetzt hier hin, kaufen uns das für 2,8 Milliarden. Und ich setze meine Pets hier ran. Nein, ich kann meine Pets da nicht ransetzen, weil meine Pets da hinten gerade abbauen. Und Preston, das habe ich schon beim Livestream gemerkt, hat irgendwas gemacht, dass ich meine Pets von dort nicht mehr wegbekomme, wenn die weiter weg sind. Ich muss hier an was Näheres oder so ranstellen. Die wollen nämlich nicht mehr aufhören, das Ding abzubauen. Ich klicke jetzt einfach mal hier unten auf die Einstellungen. Gehe auf Pet Sending Single. Und selbst das funktioniert nicht. Okay. Dann kriege ich die Pets dann nie wieder weg. So ist das. Gibt es hier eigentlich neue Einstellungen? Nein, gibt es nicht. Aber was es gibt, bei Autos Delete gibt es endlich. Man kann Legendaries deleten, Mythicals deleten und Exclusives deleten, wenn man möchte. Ich schalte die natürlich jetzt alle aus, weil ich erstmal nichts mehr deleten möchte. Aber ich hätte natürlich gerne das alles angemacht, außer Mythical und Exclusive, während das Event war. Dann hätte ich nicht so oft das Problem gehabt, dass mein Inventar voll gewesen wäre. Mein Inventar ist immer noch ziemlich voll. Ich habe ja wieder ein paar Eier geöffnet. Das hier ist immer noch... Also ich nehme das hier direkt nach dem Livestream auf. Was heißt direkt nach dem Livestream? Nach dem Livestream habe ich noch ein bisschen was anderes gemacht. Aber sonst habe ich nichts mehr in Pet Simulator gemacht. Deswegen ist das hier mein Inventar, das ich nach dem Livestream dann hatte. Und ich glaube, ich muss einfach mal alle Pets anequippen. Und jetzt nochmal alle Pets neu equippen. Und jetzt kann ich die auch hier ransetzen, an diese Kiste. Weil hier können sie ein bisschen schneller fahren. Das ist auf jeden Fall ein cooler Wald. Dieser Glow ist meines Erachtens ein bisschen zu stark. Eine Sache ist, wenn man es abschwächen wollen würde, müsste man die Transparenz runterstellen. Das ist alles auch nicht so cool. Also, es passt. Es sind einfach zu große Flächen, die leuchten. Aber an sich hat es schon einen geilen Look. Vor allem mit der Skybox, die Tech World bietet. So, wir schauen uns jetzt mal die neuen Eggs an. Die neuen Eggs sollen nämlich auch ziemlich gut sein. Und ich wette, ich kann mir davon kaum welche leisten, weil ich halt nicht so viele Tech Coins habe. Ich habe auch schon gehört, das neue Mythical Egg soll 300 Trillion haben. Und ihr seht... Top Players worldwide sind jetzt ordentlich nach vorne geboostet. Ich mit meinen 1,6 Trillionen bin eigentlich nichts mehr. Hier ist die Tech World schon fast fertig, sehe ich gerade. Wow. Okay, es kamen jetzt die Alien Eggs dazu, die Martian Eggs und die Planet Eggs. Wow. Gut, hier ganz normale Alien Eggs. Hat man ja schon in den Leaks gesehen. Die Marsianer. Oh, hier gibt es auch wieder so einen Axolotl-Marsianer. Okay, das eine haben wir aber auch schon in den Leaks gesehen. Und hier, das Ei möchte ich jetzt mal öffnen. Mal gucken, wie viele Eier ich öffnen kann. Ich hau mir jetzt Boosts rein und versuche gleich so gute Pets wie möglich zu ziehen. Oh, der Storm Dragon sieht auch geil aus. Also, hauen wir rein. Ultra Lucky, Super Lucky. Und dann öffnen wir die Eier.
Ich habe zwar diese ganzen Mythical-Chancen so weit hochgekauft und ich kann mir das Ei schon gar nicht mehr leisten. So schnell ist man pleite in diesem Spiel. Naja, ich habe kein Mythical gezogen. Guck mal, meine Pet-Collection, da ist auch ein bisschen jetzt was drin. Roblox Victor macht seine Pet-Collection ja komplett voll. Ich habe gar nicht die Zeit dafür, die komplett voll zu machen. Aber ja, ich hätte gerne eine Huge Pumpkin Cat gehabt. Ich konnte sie nicht ziehen. Jetzt gibt es den Huge Pegasus. Wie man den kriegen kann, müssen wir auch noch schauen. Den kriegt man auf jeden Fall nicht aus diesen Eggs hier, oder? Das wäre ziemlich seltsam, wenn man die ziehen könnte aus den Eggs. Aber nein, kann man nicht. Da wird es dann eine andere Möglichkeit für geben, an den Huge Pegasus zu kommen. Wir werden auch gleich einmal zum Trading Plaza gehen und gucken, ob man dort ein bisschen weiterkommen kann. Hier muss ich wahrscheinlich noch so 6 Stunden warten. 2 Stunden muss ich noch warten, dann kriege ich hier noch ein paar Dark Matter Pets raus. Und wir werden auch gleich nochmal gucken, ob es irgendwelche Fuse-Methoden gibt, damit wir alles, was das Update so zu bieten hat, einmal angeschaut haben. So, meine Pets farmen hier fleißig weiter. Wie viel kriege ich eigentlich pro Ding? Weil 500, okay. Na, ich würde sagen, wir gehen mal wieder zum Shop. Preston hat ja gesagt, dass die Halloween-Event-Upgrades auch nach dem Update noch zur Verfügung stehen werden. Und dann müsste er theoretisch die Maschine zum Trading Plaza hinzugefügt haben. Oh, jetzt ist hier auch endlich das Ding offen. Einmal öffnen. Einmal. Please. Dominus Frigius. Naja. Besser ein Dominus Frigius als nichts, oder? Hallo, please. Okay, wir haben es geschafft. Der Trading Plaza öffnet sich. Wir sind da. Und was haben wir hier? Hier haben wir die ganz normalen Maschinen, die wir kennen. Enchanting-Maschine, die Fuse-Maschine, die Dark-Matter-Maschine haben wir hier, Rainbow-Maschine, Gold-Maschine, VIP-Area und das war's tatsächlich. Hier gibt's die normalen Upgrades, aber nicht die Halloween-Upgrades. Okay, interessant. Sonst hat sich hier nichts geändert? Scheinbar nicht. Shine Present is temporary disabled, also gibt's da jetzt erstmal nichts. Na gut, wenn sich hier nichts geändert hat, dann gehen wir wieder in die normale Welt. Aber irgendwas muss Preston die ganze Zeit gefixt haben, weil Preston hat die Server scheinbar mehrfach neu starten müssen. Das heißt, irgendwas muss es ja noch gegeben haben, was er nicht wollte, dass man so schnell erreicht. Aber okay. Kann ich mit leben? Machen wir einfach mal weiter. Ich bin auch überrascht, dass Preston direkt 2 neue Regionen plus eine Kistenregion hinzugefügt hat. Ich dachte, es würde tatsächlich erstmal nur eine kommen. Aber Preston war scheinbar sehr motiviert und wollte loslegen. Oh, guck mal, was ich so fusen kann mit dem, was ich habe. Ich habe ja nicht so viel jetzt. So, Rainbow Grim Reaper. 1, 2, 3 Rainbow Grim Reaper geben mir. Das ist doch schon mal was. Ein Mibo in a Spaceship ist ein bisschen besser als ein Rainbow Grim Reaper. Ich würde sagen, ich unequip erstmal alle Ghoul Horses hier. So, und dann sehen wir wieder, was wir machen können. Okay, sagen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4 Rainbow Grim Reaper bringen mir. Ui, so ein Skorpion. Ein Blue Fluffy. Epic Rainbow, okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Rainbow Grim Reaper bringen mir. Oh, ein Legendary. Was ist das für ein Legendary? Ein Star Surfer. Auch ein Rainbow. Auch nicht schlecht. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grim Reaper. Auch noch einen davon, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch einen. Okay, dann sollte man eigentlich nur mit 5 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bring mir noch einen davon. Okay, das ist immer mehr Verschwendung. Ich will jetzt mal was Besseres. Wir gehen jetzt mal mit 12 Grim Reapern. 12 Grim Reaper geben mir. Try with other pets. Okay, 12 Grim Reaper geht nicht. Okay, dann versuche ich einfach mal 11. 11 geht auch nicht. Okay, es gibt keine Kombination für 11 Grim Reaper. Dann machen wir 10 Grim Reaper. Nein, 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 die Server wurden wieder geshutdown. Wir müssen nochmal auf einen neuen Server gehen, Leute. Aber das hatte ich ja auch noch nicht, dass das Spiel zu mir sagte, unable to fuse. Dann gab es scheinbar noch nichts, was dem ansatzweise im Gegenwert stand. Ich meine, es macht auch Sinn. Man erwartet ja, was Besseres zu bekommen. Und wir kennen das von früher. Früher hat die Fuse-Maschine einem dann was Schlechteres gegeben, wo man dann auch enttäuscht war. Wir gucken jetzt nochmal mit 10 Grim Reapern. Ich hoffe, das klappt diesmal. Und ich krieg nochmal so ein Teil. Okay, wenn ihr Star Surfer haben wollt, dann macht es mit 5 Grim Reapern. Jeder Grim Reaper, den ihr mehr reinsteckt, ist verschwendet. Ist ein verschwendeter Grim Reaper. Okay, was könnte ich noch reinstecken? Ja, ich packe jetzt einfach mal meine goldenen Grim Reaper rein, weil ich die eh nicht mehr brauche. Da kriege ich jetzt einen Blurred Agony raus. Ja, das ist jetzt auch nicht so nice. Was passiert eigentlich, wenn ich 3 Star Surfer? Okay, sagen wir nicht 3. Doch, wir versuchen es jetzt. 1, 2, 3, 4 Star Surfer bringen mir. Geht nicht. Okay, man kann da wahrscheinlich nichts Besseres mehr rausfusen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man fusen kann momentan, die Star Surfer. Ein bisschen ernüchternd, dass das das Beste sein soll. Aber dann ist das wohl so. Ich meine,
Wenn das die besten sind. Wie stark war nochmal ein Rainbow Ghoul Horse? Ich muss die Community fragen. Leute, ich habe eine wichtige Frage. Wie stark ist ein Rainbow Ghoul Horse? 23 Milliarden, sagte er. Das bedeutet, die sind immer noch schlechter als Rainbow Ghoul Horses. Also weiß ich nicht, ob sich das lohnt, die Grim Reaper hier zu fusen. Ich werde die Grim Reaper jetzt aber fusen. Weil das ist ja das Einzige, was ich mit den Grim Reapern gerade machen kann. Okay, 5, da gibt es dann die Chance, dass man sowas rausbekommt. Ich mach's einfach mal mit 6. Dann kriege ich wahrscheinlich... Genau, dann kriege ich die... dann kriege ich die Star Surfer. Ich möchte jetzt Rainbow Star Surfer haben. Und dafür werde ich jetzt immer 6 fusen. Weil ich gehe davon aus, dass es dann... Genau. Wahrscheinlicher ist, dass ich dann auch die Rainbow Star Surfer rauskriege. Jetzt habe ich nur 5, also hat auch funktioniert. Gut, wir haben Star Surfer... Kann ich die Ghoul Horses? Ne, die Ghoul Horses kann ich nicht fusen, schade. Ja, die Vampire Bats, die bringen mir gar nichts. Wenn ich so 12 Vampire Bats fuse, kommt bestimmt nur Müll raus. Der Hexter, ja, ein Blurred Agony. Ist nicht so schlecht. Ich meine, hat 1 Milliarde. Aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Sonst habe ich nichts, was ich großartig fusen könnte. Nichts, was mir was bringen würde. Ich kann die Jelly Aliens hier fusen. Wenn ich davon, sagen wir mal, 9 nehme... Kriege ich so ein Glebo the Alien? Auch nicht so prickelnd. Okay, Star Surfer. Wir gucken uns jetzt nochmal die Pets an, die man so ziehen kann. Dafür stelle ich meine Pets auch einmal in die Giant Alien Chest. Die Giant Alien Chest muss nur einmal spawnen. Ah ja. Und ich muss erstmal meine Pets haben. So, jetzt sind die da. Ich gehe zum Tech Shop und gucke mal. Das ist auf jeden Fall das Legendary aus diesem Eck hier. Okay. Man kann also das Legendary aus dem zweitbesten Eck fusen. Die Frage ist nur, wie kriegt man das Legendary aus dem besten Eck? Oder Blue Fluffy? Blue Fluffies epic? Ja, Blue Fluffies sind epic. Das ist also gar nicht Legendary. Ah, okay. Dann gibt es in dem besten Eck keine Legendaries. Und weil es keine Legendaries gibt in dem besten Eck und man keine Mythicals fusen kann, ist das tatsächlich die neue beste Fuse-Methode, die es gibt. Okay. Also wenn ihr noch ein paar Grim Reaper habt, aus mehr als 5 Grim Reapern, kriegt ihr momentan das beste Pet, das man fusen kann. Und zwar das beste Legendary aus dem zweitbesten Eck. Weil es im besten Eck halt nur diese Blue Fluffies gibt. Und Blue Fluffies sind in Rainbow gerade mal 12,5 Milliarden stark, während der Star Surfer 15 Milliarden stärker hat. Dementsprechend habe ich per Zufall die beste Fuse-Methode rausgefunden, die es momentan gibt. Und damit kommen wir auch schon zu Platz 4, dem Bank-Update. Das Bank-Update hat nicht viel Content hinzugebracht. Das Bank-Update hat nicht viel Content hinzugefügt, aber die Bank. Und die Bank ist wirklich ein sehr wichtiger Teil von Pet Simulator geworden. Und das Update ist bei mir draußen. Er hat nur die Bank hinzugefügt. Oh, ich habe wirklich gedacht, dass er noch neue Ecks und Regionen hinzufügt. Okay, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber man muss auch sagen, so eine Pet-Bank. Wir gucken uns das gleich an, aber es gab ja schon einige Leaks. Wer die raushaut, das ist ein richtig großer Aufwand, sowas zu programmieren. Und Lootbags plus More. Okay, was ist denn More? Ich bin gespannt. Okay, als allererstes gucken wir einfach mal hier rein. Ich finde es schade, es gibt keine neuen Pets. Ich habe so lange Diamonds gespart, damit ich mir was beim Merchant holen kann. Dann gibt es doch keine neue Region, dann gibt es doch keine neue Kiste. Das ist ein bisschen schade. Muss man wohl mitleben. Gibt es neue Settings? Neue Settings gibt es nicht. Okay, Victor ist jetzt auch hier auf dem Server drauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass er wenigstens eine neue Region raushaut. Ich verstehe ja, dass das Update richtig, richtig anstrengend ist. Aber komm, die Region, die hätte er uns wenigstens noch gönnen können. Na gut. Gehen wir einfach mal zum Spawn rüber, gucken, ob da jetzt was Neues zu finden ist. Ob sich hier irgendwas verändert hat. Oder am Trading Plaza vielleicht. Wäre ja auch denkbar. Guck mal, da ist Victor gerade. Oh, komm. Victor hat viel mehr Pets als ich, weil er die Pet-Datenbank immer macht. Und da steht jetzt The Bank. Und da sind jetzt die Golden Pets. Dann gucken wir mal in die Bank rein. Store valuable Pets, share with friends, interests on diamonds. Interest on diamonds, tatsächlich? Okay, jetzt lädt es. Ich bin gespannt, was da lädt. Ich gucke einmal hier rein. Immer schön zu sehen. Number and nil. Add Pet, Update Pets. Da hat wohl eine Funktion nicht ganz funktioniert. Bank Leaderboard coming soon. Oh, ein Leaderboard wird es auch noch geben für die Bank. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Müssen wir wohl warten. Auf jeden Fall muss das hier erstmal laden, wie es aussieht. Und die Bank ist jetzt hier. Macht doch Sinn, dass die Bank hier ist. Ich meine, die Gebäude wurden einfach vertauscht. Die goldene Maschine stand früher da, das Gebäude stand früher da. Aber ja, gut. Guck einmal ganz kurz nach, wie es bei Victor aussieht. Victor ist gerade noch gemutet. Okay, der hört uns nicht. Aber der redet jetzt wahrscheinlich in seinem eigenen Stream darüber, was er vom Update hält. Ich guck gerade, es gibt ja auch noch Redeem Rewards. Und ich hoffe, die Bank lädt jetzt. Please? Please? Im Notfall muss ich den Server nochmal neu laden. Vielleicht hat Preston auch noch einen Bug reingehauen, dass es gar nicht erst lädt. Und das hier hat dafür gesorgt, dass es komplett errored. Ja, fail to get bank invites. Authentication failed. Unknown error. Preston will uns hinhalten.
Aber immerhin, na, dann kann man nicht immer noch sagen, dann habe ich immerhin noch Zeit, um mehr Diamonds zusammen zu farmen, weil ich will, wenn die neuen Pets rauskommen, will ich mir die neuen Mythicals beim Mystery Merchant holen, und zwar so viel, wie es geht. Dafür spare ich momentan Diamonds. Warte, was? Das Exclusive Pet im Shop kostet bei mir Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das liegt dann daran, dass der Preis nicht gegettet werden konnte. Nobody's in the server. Hier muss ich raufgehen. Bei mir sind die Preise schon da. 599 Robux kostet der Sea Dragon. 1199 Robux kostet die Sock Cat. Die finde ich ganz cool. Und der Wicked Angelus. Gab's den nicht schon? Ich bin mir nicht sicher. Mit Royalty. Kostet 5000 Robux, also auf jeden Fall eine Menge. Hat auch aber auch 85 Milliarden Stärke. Auch nicht schlecht, ne? VIP habe ich immer noch nicht gekauft, hat Auto Hedge immer noch nicht. Guck mal, Triple Coins kostet Fragezeichen Robux. Ah, hier sind es wieder 400. Kann gerade halt nicht geladen werden. Exclusive Pets sind paar, ja. Na gut, dann müssen wir wohl warten, bis das nächste Update raus ist. Und Preston den Fehler fixt, weil es kann doch nicht sein, dass Preston jetzt das Bank-Update raushaut und das Öffnen von den Banken schon nicht funktioniert. Ah, mies. Dann ist das weg. Buy Account. Es ist da. 7,5 Millionen Diamonds für ein Bank-Account. Alles klar. Congrats, you now own a Bank-Account. My Bank. Nice. Okay, die Bank ist endlich da. Gut, hat sich ja gelohnt, dass ich ein bisschen Diamonds gespart habe. So, was haben wir denn hier für Settings? Tier 1, Tier 2 Basic Accounts. Ach, man kann hier dann mehr Pets reinpacken und kann mehr Spieler hinzufügen. Ja, dann muss ich das wohl machen, oder? Das kostet 40 Millionen. 40 Millionen, das ist ja richtig teuer. Kaufen. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, please. Krieg ich eine Rückmeldung? Ja, wir müssen wohl warten. Und this bank does not have enough Diamonds to upgrade. Muss ich da Diamonds reinpacken in die Bank? Okay, ich packe jetzt in die Bank, packe ich ein paar Diamonds rein. Wir packen da jetzt einfach mal, sagen wir, 100.000 Millionen Diamonds rein. Okay, Deposit. So, jetzt arbeitet er wieder. Er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Arbeite schneller. Arbeite schneller. Es arbeitet langsam. Ach so, 50 Millionen Cap habe ich. Alles klar. Okay, dann muss ich jetzt backgehen, muss Deposit gehen und muss dann sagen 50, 000, 000, 000, 000. Ich packe dann trotzdem nochmal ein paar Pets rein und zwar diesen, 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 diesen und die beiden. Und jetzt aber, please. Jetzt mach, Bruder, mach. Please. Und jetzt lädt meine Bank wieder nicht. Ach, Mensch. Ja, das Problem ist, jetzt wo das Pet Simulator X-Update rauskam, ist es natürlich so, dass ganz viele Leute dieses Spiel spielen. Und alle, die das Spiel spielen, wollen natürlich jetzt auf diese blöde Bank zugreifen. Dementsprechend werden die Roblox-Server damit auch wieder überfordert sein. Und damit die Bank ja auch sicher ist und man dort keine Sachen verliert, muss Preston halt bei allem, was man macht, eine Anfrage an die Server stellen und warten, bis die Anfrage verarbeitet wurde. Sonst gibt es ja das Risiko, dass wir Pets verlieren oder Pets dupen können und das sollen wir ja nicht. Ich habe mich verklickt. Also ich habe mich auch so sehr unmuted. Du hast dich unmuted. Hallo. Mein Problem ist eher, dass ich jetzt 50 und 60 und 70 Tech-Coins aus der Tech-Entry-Kiste bekomme. Warte, mit meinen besten Pets. Oh. 50, 60, 70. Ich auch nur. Hä? Ich krieg 22. Ja, ja, aber die große Kiste ist noch normaler. Die Tech-Entry-Kiste ist halt so verbuggt. Ich krieg einfach 18 Tech-Coins bei der Tech-Entry-Kiste. Hey, und Roblox Felix ist auch da. Ja, Felix betet gerade die Bank an, dass sie lädt. Bei mir lädt sie nicht. Ich gehe jetzt auch mal auf Lootback suchen. Ja, warten einfach ein Stückchen. Ja, eben, deswegen mache ich ja gerade auch. Jemand hat auch geschrieben, bei ihm kommen aus irgendeiner Kiste Lootbags raus. Ja, aus den Kisten, aus den großen Kisten kommen auch Lootbags raus. Und wenn du die abbaust, zumindest jetzt habe ich die Tech-Entry-Kiste abgebaut, ich habe als Reward irgendwie 4, glaube ich, rausgedroppt bekommen und dann sich auch selber noch 6 rausgedroppt bekommen. Okay. Aber natürlich, du kriegst halt nur normale Coins daraus, ne? Das ist nicht so geil. Ja, weil wir in der normalen Welt sind. Eben. Aber ich bin gespannt. Ich finde schön, aber dass es, ich finde schön, dass es halt solche Sachen sind, die du aufheben musst. Das finde ich schön. Das habe ich am Anfang spekuliert, ob das so sein wird oder ob es etwas ist, was du halt abbauen kannst, wie zum Beispiel der Giant Present oder so. Aber nö. Ich habe auch gedacht, man müsste sie abbauen mit seinen Pets. Dass das einfach sowas ist wie die Geschenke hier. Ja, das dachte ich auch, dass das Realistischste wäre. Mhm. Aber nö, ist es so, finde ich schön. Was geht, Engenho? Conny, wenn man diese Boosts enden, ist ein neuer Text. Okay. Ah. Aber was hast du schon gesehen, als du die bei dem Boost, ne? Mhm. Das Feld ist jetzt dicker von dem Juice. Ist halt dafür da, dass es halt, natürlich, damit halt mehr Boost rein können, ne, dies, das. Also. Sieht halt kacke aus. Ich find's gar nicht so schlecht, also stört mich nicht. Kann sein, dass es auch nur ungewohnt ist, aber so jetzt sieht es einfach nur kacke aus. Ich find's tamam. Alles gut. Okay, okay. 100.000 Diamonds ist gut. Und was war das? 4 Trillion Coins ist nicht so gut.
Was? 3 OP-Pads? Und das war's. Okay, noch keine weiteren Lootbugs. Ich will jetzt die Kiste einmal komplett abgebaut haben. Ach, egal. Wir gucken nachher nochmal zur Kiste. Ich gehe jetzt nochmal zur Bank. Conny, wenn man diese Boost enden neuer Test... habe ich schon vorgelesen. Was ist das für ein Satzbau, Bruder? Verzauberung wäre geil. Auto-Loot-Bags sammeln. Ich finde, das sollte, wenn dann, wenn es als Verzauberung wäre, zu Magnet zusammengehören. Ja. Aber an sich vielleicht als Game Pass? Nee, dann ist ja so oder so. Nee, ich finde schon gut, dass man die selber einsammeln muss. Ja, ich irgendwie auch. VIP lohnt sich mittlerweile. VIP lohnt sich. Ich habe 100.000 Gems bekommen. Ja, ich habe 100.000 Gems insgesamt bekommen und einen Booster. Du kriegst also mindestens 50.000 Gems pro Gem Pickup, anstatt irgendwie 9.140 oder sowas. Und du kriegst halt ein paar Booster. Ja, dann muss mir Crafter jetzt mal VIP sponsern. Jo. Man kann mit der Bank dupen. Nein, kann man nicht. Ich glaub auch nicht, dass man mit der Bank dupen kann. Nein, das kann man nicht, das kann man nicht. Ganz sicher nicht, 100%, Digga. Da lege ich meine Hand aufs Feuer, Digga, dass es nicht geht. Und während Victor sich die Hand verbrennt, fahren wir fort mit dem nächsten Platz. Und zwar Nummer 3, das Pixel-Update. Mit dem Pixel-Update oder auch 8-Bit-Update genannt, hat Preston die zweite Welt in der Void-Region eingeführt und uns damit endlich wieder mal das Gefühl gegeben, dass wir beim Halloween-Update hatten. Und zwar, dass es möglich ist, Mythicals zu ziehen. Das beste Eck in der Pixel-Welt war ein richtig geiles Eck zur Anfangszeit. Man hatte richtig Spaß dabei und allein dadurch hat dieses Update auch seinen Platz verdient. Pixel World, New Eggs, Pixel Pets, 4 New Areas, Huge Pixel Cat, New Exclusive Egg und das war's auch schon. Okay, so, ich werde bestimmt nicht genug haben, um das Update anzugucken. Oh, das wird so peinlich. Das wird so peinlich, aber wir gucken einfach. Ich gehe in The Vault. Und angekommen in The Vault gibt's die Spawn World, die Fantasy World, die Tech World und... Aha! Welt Nummer 2 steht hier jetzt einfach nur. Alles klar. Hashtag 2. Preston hat keinen Bock mehr, die Sachen richtig zu beschädigen. Oh, das ist cool. Das ist cool, dass selbst die Kanone so voxelmäßig ist. Dann gehen wir da mal rein. Und wir sind angekommen. So, Pixel Egg. Ich kann das Pixel Egg direkt kaufen. Dann mache ich das. 500.000. Hol ich mir 3 von. Und Pixel Shake und Pixel Cat. Sind die gut? Ah, wir sind etwas. Ah. Okay. 15 Millionen. Warte mal, habe ich 15 Millionen? Ich habe 15 Millionen. Ich habe 15 Millionen. Ich kann mir die neuen Welten leisten. Aber die neuen Welten sind jetzt noch viel voller. Okay, es ist mehr, als ich gedacht hätte. Aber da hinten sind wir schon am Ende. Und jetzt 1 Milliarde für die letzte Region. Das habe ich tatsächlich auch noch drin. Und die neue Kiste hat... Uiuiui. Aber ich glaube, die ist abfahrbar. Das kann man machen. Ist das hier ein Portal oder ist das nur Deko? Das ist nur Deko. Ich muss sagen, mir gefällt der Artstyle. Mir gefällt der Artstyle, dass hier alles jetzt so verpixelt aussieht. Ja, gefällt mir. Ich finde es schade, ehrlich gesagt, dass die Dinger hier nicht verpixelt sind. Aber ich verstehe auch, dass Preston keinen Bock hatte, alle Models in Pixel nachzumachen. Ich meine, die Texturen sind schon Pixel genug teilweise, ne? Naja. Aber hier, Wasserfälle, die Umgebung ist halt so pixelmäßig, beziehungsweise voxelmäßig. Jetzt muss ich mal meinen Bildungsauftrag erfüllen. Pixel sind 2D und wenn man in 3D so eine Pixel darstellt, dann nennt man das Voxel. Gut, genug Bildungsauftrag, jetzt können wir wieder blöd werden. Gucken wir uns mal die Ex an und... Ich habe ein Mythical gezogen! Was?! Als ob ich aus dem ersten Ei direkt das neue Mythical ziehe. Wie stark ist das? 8,3 Trillion. Alles klar. Finde ich gut. Einfach aus dem ersten Ei. Was? Hä? Ah, das ist nicht legit. Preston hat das falsch gebalanced. Man zieht da nur Mythicals raus. Oder sind hier nur Legendaries und Mythicals? Was gibt's denn hier? Das sind Legendaries. Und das ist ein Mythical. Und es gibt auch Huge Pixel Cat. Alles klar. Okay. Finde ich gut. Preston hat das wahrscheinlich gemacht, einfach nur, um uns wieder zu beruhigen, dass wir wieder gehypt sind. Finde ich gut. Jetzt habe ich endlich mal wieder die Chance, ein paar Mythicals zu ziehen. Dann mache ich das auch. Ich ziehe aus jedem Eck Mythical. Ja, ich ziehe auch aus jedem Eck Mythical. Wisst ihr, was ich hoffe, Leute? Ich hoffe, dass Preston sich einfach nur verrechnet hat, die Mythical-Chance zu hoch ist und dass er das nachher fixt und dass die Mythicals, die wir jetzt ziehen, dann richtig besonders sind. Oh, jetzt ziehe ich Epics. Wer will denn Epics haben? Ugh. Komm, hier, erstmal hier Auto-Delete Epic. Ich will nur Legendary und Mythical haben. Pah. Eggmastery ist auf Level 19, ja, das finde ich ganz gut. Also, ich würde sagen, jetzt farmen wir einfach mal ein paar Mythicals. So gefällt mir das. Ach ja, in Rainbow, warum denn nicht? Und wenn wir genug Mythicals haben, dann kann ich die ja direkt hinten an die Kiste ranstellen. Ich ziehe einfach nur Mythicals, das ist genial, ich liebe es. Mir macht Pet Simulator X wieder Spaß, Leute. Zumindest jetzt, während des Updates. Danach habe ich dann irgendwann wieder keine Lust mehr, ich sehe das schon. Aber das gefällt mir. Daran habe ich Spaß, auf jeden Fall. Wie hast du es geschafft, dass du mehr als 4 Pets aktiviert hast? Ich habe dafür ein paar Game Pässe gekauft und ich habe die Pet Collection voll gemacht. Weil in der Pet Collection schaltet man auch weitere Pet-Slots frei. Na gut, ich öffne noch so viel von denen, wie ich kann. Und dann packe ich meine 9 besten Pets an die Truhe da hinten, damit ich schneller farmen kann und mir mehr Eggs leisten kann.
Ah, ein goldenes, das gefällt mir. Goldene brauche ich natürlich. Ich brauche jetzt so schnell wie möglich, so starke Pets wie möglich. Und wenn ich dann in ein paar Tagen meine ganzen Pets verschenke, was ich ja vorhabe, dann freut sich die Person erst recht. So, dann sage ich No Pets und Best Pets. Und da ist jetzt schon ein bisschen was Neues dabei. Aber auch gar nicht so viel. Aber auch gar nicht so viel. Okay, packe ich nochmal da hinten ran. So, ihr farmt jetzt für mich wieder. Wie viel kriege ich? Pro Tick kriege ich jetzt. Tick, 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 tick. Dann kommt der nächste Tick. 2,28 Millionen. Okay, nicht ganz das, was ich gerne hätte, weil ich muss mir 3 mal 9 Millionen ausgeben. Aber ja, gucken wir mal in die Pet Collection. Wie weit habe ich die? Na, die 800 Pets kriege ich nicht zusammen. Was ich auch mal machen könnte, was ich seit Monaten nicht mehr gemacht habe, hier in der Bank meine Zinsen einsammeln. Collect Interest, hier. 29 Millionen Diamonds. So will ich das sehen. Leider gibt es hier, also es gibt hier eine Bank und die Bank ist auch verpixelt. Das gefällt mir, dass die Bank auch gepixelt ist. Aber es gibt hier leider keine Gold und keine Dark Matter Maschine, weil ich würde gerne meine vorhandenen Mythicals jetzt gerne noch Dark Gold und Dark Matter machen. Kommt man hier raus? Nee. Preston gönnt schon wieder nicht, der Unehrenmann. Er hat schon wieder eine Border gemacht, damit wir uns nicht gegenseitig umbringen. Ich will mich aber umbringen, Leute. Ich will aus der Map rausspringen. Naja, dann nicht. Ich habe keine Bank. Ja, viele haben keine Bank. Aber apropos Bank, ich kann ja mal... Ich habe hier immer noch uralte Einladungen. Ich packe jetzt jedem einfach... Also nicht jedem. Ich packe jetzt ein paar Leuten einfach mal so eins der neuen Mythicals rein. Und das meinetwegen. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Bank verlassen. So. Ich muss ja irgendwie die Zeit jetzt rumbringen, bis ich wieder genug zusammengefarmt habe, um mir Eggs zu öffnen. Schreibt mir auch mal in den Chat oder in die Kommentare. Seid ihr gerade auch dabei, Eggs zu öffnen? Wie viel Coins habt ihr eigentlich für das Update gespart? Weil ich hatte ja gerade mal so knapp über 1 Milliarde von den Coins. Warte, geht das hier wieder nicht? Sag's erst. Okay, ich dachte schon, das geht nicht. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Oh, das ist eine ziemlich alte Bank, wie es aussieht. Aber da packen wir auch nochmal was rein. Ich meine, hier sind noch Hexigator drin. Atom 9 oder Nine. Warst, glaube ich, auch früher in den Streams dabei. Ich weiß gar nicht, ob du heute noch dabei bist. Vielleicht sind das auch alles jetzt Banken von Leuten, die schon seit Jahren keinen Pet-Simulator mehr spielen. Weil das sind auch Einladungen. Also Bankeinladungen, die sind mindestens 2 Monate alt hier. Aber jetzt nach 2 Monaten kann ich ja auch mal ein Mythical reinpacken, ne? So, Bank verlassen. Einfach mal ein paar Mythicals verschenken. Nach all den Days. So, dann wieder verlassen. Und die nächste annehmen. Ich habe Pet-Simulator 1 gesuchtet. Ich habe auch Pet-Simulator 1 gesuchtet. Da habe ich viel zu viel Zeit drin verbracht. So, wieder verlassen. Und die Bank wird jetzt gescammt. Was ist hier drin? Huhu, das scamme ich mir alles. Nee, ist nichts drin, was mich interessiert. So. Aber ich sag euch, Leute, wenn ihr einmal ein Huge-Pet in der Bank habt, das wird so gescammt. Richtig ehrenlos mache ich das einfach. So, Matthias. So, kriegst von mir auch noch was. Kann ich verlassen. Ich habe jetzt schon wieder 100 Millionen zusammen. Das würde für 3x3 Eggs reichen, glaube ich. Oder? Ah, ich kann nicht rechnen. Pro-Gamerin ist auch sehr, sehr lange schon dabei. Ich weiß aber nicht, ob sie immer noch die Streams verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Aber machen wir einfach. Weiter geht's. Pixelwolf kommt weg. Niemand braucht einen Pixelwolf. So. Und dann noch Leo 1001. Leo, ach du, das war der, der gerade eben auch die Robux gewonnen hat. Jetzt kriegst du noch ein bisschen was hiervon. So. Und Staatsfeind 107. Kann wir keine weiteren Member haben. Dann halt hier. Janni 007. Kriegst von mir auch noch ein paar Mythicals. Und dann sind meine Mythicals bald wieder alle. So. Felix XY 19. Aber die Einladungen werden auch nicht weniger, ne? Ihr braucht mir keine neuen Einladungen schicken. Weil ich werde, wird jetzt wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich in die Banken was reinpacke und ich werde bestimmt nicht alle Einladungen durchgehen. You're doing this too fast. Okay, es ist vorbei. Ah, nee, doch! Preston hat den Bug gefixt. Endlich, nach 300 Jahren. Gott sei Dank. Okay, okay, dann kann ich weiter verschenken. Ich dachte schon, es wäre jetzt vorbei. Packe ich hier noch ein bisschen was rein. Hast du eine Roblox-Gruppe? Ja, die Roblox-Gruppe ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ah, der Stream Elements Bot hat es schon reingeschickt. Ehrenmann. So. Meine Pets sind fertig mit abbauen. Nice. Dann packe ich hier nochmal schnell was rein. So, verlass da nochmal die Bank von Pferde. Und dann packe ich meine Pets da hinten nochmal ran. Yeah. Und die Kiste noch abbauen. Oh, die Kiste braucht länger, oder nicht? Und die Lootbags nehme ich natürlich auch mit, weil die kann man immer gebrauchen. So. So, Lootbags Mastery ist nun Level 19. Perfekt. Dann gehe ich zurück zu den Banken. Verschenke noch meine letzten Mythicals, die ich habe. Dann hole ich meine Lootbags, die ich oben oder meine Rewards oder wie auch immer das heißt, die ich bisher freigeschaltet habe. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich weiter Eggs öffnen. So, Avatar. Ich habe schon wieder mehr Einladungen, als ich vorhin hatte. Das kann nicht sein. Ihr braucht mir keine Einladungen schicken. Das ist bald vorbei. Ich werde jetzt nur noch 3, 4 Banken vollpacken. You're now a member. So. Ah doch, hier oben sind noch ein paar Mythicals. Na gut. Dann vielleicht ein bisschen mehr als 3 für Banken. Leon Peter 2 ist dann noch dran. So, Deposit. Lup. Packe ich rein. Gehe ich auf Verlassen. Und die nächste Bank. So. Dann packe ich da noch ein bisschen was rein. Hier, die Legendaries kann ich auch loswerden, weil wer braucht schon Legendary Pets, wenn man so viele Mythicals zieht? Ich meine, das ist ja krasser als aus allen Eiern, die ich vorher kannte. Selbst bei dem Halloween-Event mit den Ghoul Horse Eggs kamen nicht so viele... Was wollte ich gerade sagen? Kamen nicht so viele Ghoul Horses raus. So. Das war die vorletzte Bank. Die Bank verlasse ich dann wieder und gehe dann in die letzte Bank rein. So, Deposit. Processing und das war's dann auch. So, ich habe keine Mythicals mehr, außer die, die ich ausgerüstet habe. Also gehe ich jetzt wieder diesen machen.
Und ich krieg da natürlich die nächsten Mythicals raus. Ich liebe es. Ich liebe es. Und, was ist das? Oh, habe ich schon wieder ein... Ja, ich glaube, ich habe schon wieder ein Pad verschenkt, das ich eigentlich ausgerüstet hatte. Augenblick, ich muss dich kurz ransetzen. Augenblick, Bro. So, es passiert mir auch viel zu häufig, ne? Perfekt, einfach ein Rainbow Pixel Demon. Das gefällt mir. Ich denke, ihr habt es verstanden. Man hat sehr viele Mythicals gezogen. Jetzt machen wir aber weiter mit Platz Nummer 2. Mit dem neuen Sommer-Update. Das neue Sommer... Spaß, Leute. Das glaubt ihr doch nicht wirklich. Wir machen direkt weiter. Und Platz Nummer 1 kann natürlich nur das Halloween-Update sein. Ich wollte es erst nicht mit in die Liste nehmen, weil es ja eigentlich ein Event ist. Aber es war so ein geiles Event, dass es auch hier bei den besten Updates nicht fehlen darf. Also hier noch einmal das Video zum Halloween-Event. Nur falls mal wieder Leute fragen sollten, wie kommt man denn dahin, zeige ich euch nochmal den richtigen Weg. Man geht über den normalen Spawn-Shop. Die Region kennt ihr, nur der Himmel ist inzwischen orange. Und hier steht die Kanone. Also bei der Kanone drückt ihr E und dann werdet zum Halloween-Event befördert. Und jetzt, wo wir hier sind, werde ich mir zuallererst die neuen Game-Pässe kaufen. So, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Robux aufgeladen. Der größte Teil dieser Robux wurde von Crafter spendiert. Ein bisschen was muss ich mir jetzt noch selbst dazu aufladen, weil ich was vergessen habe. Wir gehen in den Exclusive-Shop. Der hieß früher 15 Pets Equipment. Entschuldigung? Was ist denn hier los? Was ist das? War das schon immer so? Leute? Ist das normal? Ich schwöre, das hat der gestern nicht gemacht. Steht was in der Konsole drin? Nein. Steht was im Chat? Nein. Okay, okay. Dann weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht kommt es immer, wenn man ein Pet hat? Keine Ahnung. Was hat denn das jetzt getriggert? Okay. Machen wir mal weiter mit dem Video. So ein Dominus Darkin wäre auch ziemlich geil, aber der ist richtig teuer. Der kostet einfach 5000 Robux. Aber was ich haben möchte, erstens den Mythical Hunter Game Pass, damit ich eine höhere Chance habe, Mythical Pets zu ziehen. Den brauche ich jetzt endlich. Und ich hab ihn. Ah, okay. Wir haben den Mythical Hunter Game Pass. Purchase successful. Thank you so much. Jetzt hole ich mir noch Magic Eggs. Auch ein absolutes Must-Have. Wenn ihr euch das leisten könnt, holt euch Magic Eggs. Dann könnt ihr aus normalen Eiern einfach goldene oder sogar Rainbow Pets ziehen. Was sich bei diesem Ei besonders lohnt. Triple Eggs kann ich mir jetzt nicht leisten. Dafür habe ich nicht genug. VIP möchte ich auch nicht. Aber was ich wirklich noch möchte, ist super Pet Storage. 500 mehr Pet Storage, damit ich nicht immer wieder die Pets Gold machen muss, bevor ich fertig bin mit Öffnen. So, und damit werden alle meine Robux wieder ausgegeben. Ich gucke noch einmal nach. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt nur noch 31 Robux. Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, bereue ich es schon ein bisschen. Also Triple X wäre auch noch cool, dann könnte ich viel schneller die Eier jetzt öffnen. Aber das Leben ist nun mal so, wie es ist. Ich habe nicht unendlich viele Robux. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir noch den Super Lucky Boost reinhauen zweimal und den Ultra Lucky Boost dreimal. Und dann öffnen wir ein paar Eier. Und aus dem ersten gleichen Grim Reaper. Das ist so schön an diesem Eck. Man zieht so viele gute Pets. Und jetzt habe ich hoffentlich endlich die Chance, endlich mal ein Mythical Pet zu ziehen. So einen Werewolf will ich eigentlich gar nicht haben. Die sind richtig mies gebalanced, die Werwölfe. Weil man zieht die in dem Eck einfach weniger als ein Grim Reaper. Da zieht man Vampire Bat, zieht man immer noch mehr. Viel mehr natürlich. Weil das ist ja auch das häufigste Pet, das man ziehen kann. Aber so einen Werwolf zieht man am seltensten. Neben den Mythical Pet. Na gut, man zieht ihn am zweitseltensten aus dem Pet, aus dem Ei. Und das ist echt lächerlich für so ein Epic Pet, das dann nicht mal so gut ist wie zum Beispiel der Grim Reaper. Und mein erster Mythical, ich hab's endlich geschafft. Gott schütze den Herren, Gott schütze alle. Ich hab endlich einen Mythical gezogen, ich bin so glücklich. Gleich noch den nächsten Mythical hinterherziehen, bitte. Na gut, das wäre zu lustig gewesen. Ich möchte heute so viele Mythical ziehen, wie ich kann, weil ich werde nie wieder diese Chance bekommen, so viele Mythical, also zumindest Mythicals mit so einer hohen Chance zu ziehen wie heute. Oh, ich bin so hyped. Aber ich habe bisher noch kein goldenes und noch kein Rainbow Pet gezogen. Ich weiß nicht, ob ich neu joinen muss, aber ich denke, dass Preston das Spiel so gut programmiert hat, dass der Game Pass eigentlich funktionieren sollte. Das hoffe ich zumindest. Aber wenn ich bald kein goldenes Pet ziehe, dann werde ich vielleicht einmal rejoinen, einfach nur um sicher zu gehen. Also ich finde, es könnte jetzt langsam mal aufhören, dass die ganze Zeit nur noch Vampire Bats kommen. Dankeschön, das ist doch schon viel besser. Gott, ich habe jetzt noch 800 Millionen Coins. Das heißt, ich kann einfach über 900.000, ich kann über 900 Eier öffnen. Und 900 Eier würden nicht mal für meine 500 Pet Storage, die ich mir gekauft habe, reichen. Das heißt, ich muss trotzdem noch Gold machen zwischendurch. Aber ich kann halt so viel mehr Exits endlich öffnen. Aber ich glaube, ich join noch einmal den Server neu, weil ich bisher immer noch keine goldenen Pets gezogen habe. Und ich langsam ein bisschen
langsam ein bisschen Angst bekomme, dass mein Game Pass einfach noch nicht aktiviert ist, weil ich nicht rejoined bin. Und deswegen wechsle ich jetzt erstmal den Server. So, man spawnt direkt wieder in der Halloween-Region, aber mit dem Mikrofon aus, wie es aussieht. Und ich werde direkt weitermachen mit dem Eier öffnen, weil ich habe ja jetzt die ganzen Boosts drin. Ach Mensch, da unten sieht man es dann auch noch. Mythical Hunter habe ich jetzt Lucky. Und ich möchte jetzt auch mal was Goldenes ziehen, weil ich habe ja jetzt... Ja, ich habe den Magic X Game Pass. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche neuen Sachen? Nee, sonst hat er nichts Neues hinzugefügt. Ist auch in Ordnung. Auto-Hedge kann ich mir auch nicht leisten. Naja, natürlich auch schön. Und ich hoffe, ich habe kein Auto-Delete an. Leute, ich sehe auch öfters mal in den TikTok, manchmal auch sogar in den YouTube-Kommentaren, dass ihr die ganze Zeit Eier öffnet, aber die Pets nicht bekommt. An die wenigen von euch, die es immer noch nicht wissen, das liegt daran, dass ihr Auto-Delete anhabt. Um Auto-Delete auszumachen, einen Augenblick, geht hier links auf die Settings, Auto-Settings. Und hier Auto-Delete, das muss alles dunkel sein. Weil wenn Auto-Delete hier irgendwas an ist, wenn ich zum Beispiel Epic anmache, dann werden die Werwölfe, die ich aus diesem Act ziehe, sofort gelöscht. Auto-Delete macht halt nur Sinn, wenn man wirklich auf Mythical-Pets geht oder so und die ganzen normalen Pets hier, die Rare-Pets, wie die Vampire-Bed weghaben möchte. Giant Pumpkin has spawned. Ich kann euch den Giant Pumpkin auch einmal zeigen, weil ich darüber noch was loswerden möchte in der Fantasy-World. Oh, Fantasy-World ist immer schwer, Sachen zu finden, weil die können überall auf jeder dieser Inseln sein. Hier ist er nicht, da ist er nicht. Jetzt müssen wir durch alle Portale durch, um ihn zu finden. Mal die Leute suchen jetzt. Wir gehen hier rein. Kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Wir gehen hier rein. Und kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Und wir gehen hier hin. Und kein Giant Pumpkin. Und wir gehen wieder zurück. Und wir gehen hier hin. Auch kein Giant Pumpkin, oder? Nein, die steht da einfach nur so. Wir gehen wieder zurück. Dann gehen wir noch hier hin. Und hier ist der Giant Pumpkin. Und wenn man den Giant Pumpkin abbaut, erstens dauert das eine Weile, den abzubauen. Also es dauert länger, den abzubauen, als wenn man jetzt die Grand Heaven Chest abbaut. Und am Ende kriegt man höchstens ein bisschen mehr als die Grand Heaven Chest. Jetzt habe ich über 50.000 bekommen. Also 50.000. Jetzt nochmal 40.000. Also sagen wir 100.000 haben wir jetzt bekommen. Und wenn wir ihn jetzt komplett abbauen, dann kriegen wir darauf nochmal 100.000. Das heißt, in der Summe haben wir ein bisschen mehr als 200.000 bekommen. Und da können wir stattdessen auch einfach zur Grand Heaven Chest gehen. Die einmal abbauen, das geht viel schneller. Seht ihr? Abgebaut. Und ich habe auch 200.000 bekommen. Und die Kiste ist direkt wieder da. Also lohnt es sich überhaupt nicht, den Pumpkin abzubauen. Weil der Pumpkin, der kommt nur einmal alle 300 Jahre. Und dann musst du den auch noch suchen. Stattdessen kann man hier neben der Grand Heaven Chest stehen. Die abbauen, die ganze Zeit immer wieder neu abbauen. Kriegt immer über 200.000. Manchmal kriegt man weniger, aber dafür kriegt man manchmal auch einfach 400.000. Also, und manchmal ist es natürlich verbuggt und man muss ein bisschen länger warten. Aber ich werde jetzt weitermachen mit dem Eiern öffnen hier, weil darum geht es ja eigentlich in dem Video. Something went wrong, try again. Jo, kein Problem, ich weiß gar nicht, was wrong gewendet sein soll. Aber ich öffne jetzt weiter die Cursed Eggs. Vampire Bed. Ich will keine Vampire Beds. Weil wenn ich Vampire Beds kriege, dann muss ich immer so lange auf die Mythicals warten. So, wir merken uns, ich habe jetzt 50 Millionen ausgegeben. Das heißt, es sind noch 800 Millionen übrig. 50 Millionen sind ungefähr 70 oder 75 Eier, glaube ich, oder? 76, keine Ahnung. Grim Reaper. Davon kann ich gerne mehr bekommen. Also, gerne. Gib mir einfach. Und Leute, wie findet ihr das Halloween-Update so? Also ich persönlich finde das Halloween-Update richtig geil. Rainbow Pet. Rainbow finde ich immer gut. Aber das Halloween-Update, das letzte Update, das war ja... Cool Horse! Ah, endlich. Okay, okay. Ganz ruhig. Wir machen jetzt einfach weiter. Als wäre nichts geschehen. Wo war ich? Das letzte Update war ja wirklich eine Enttäuschung. Beim letzten Update hab ich mir gedacht, yo, es kommt vielleicht noch eine neue Tech-Region, kam nicht. Ich dachte, es kommen vielleicht noch ein paar mehr Pets, kam nicht. Es gab halt kein Gameplay, das letzte Update geboten hat. Und das muss Pet-Simulator mit einem Update bringen, weil nach einem Update muss man ja mindestens eine Woche auf ein neues Update warten. Und in der Woche braucht man Gameplay. Das letzte Update hatte noch ein Ghoul-Horse, als ob ich den jetzt so schnell wieder gezogen habe. Digga, endlich lohnt sich das. Jetzt werde ich die ganze Zeit vom Ghoul-Horse unterbrochen, okay. Bin ich absolut konform mit. Ich kann gerne noch weitere Ghoul Horses ziehen, wenn meinetwegen. Traveling Merchant ist weg. Kein Ding für mich. Ich hab kein Problem, wenn der Traveling Merchant weg ist. Wo war ich? Naja, und das Halloween-Update, das bietet richtig Gameplay. Weil die fügen halt diese neue Event-Währung hinzu, die man erstmal farmen muss. Das heißt, man kann nicht vor dem Update schon drauf farmen. Nein, man muss während des Updates drauf farmen. Dadurch haben wir jetzt während des Updates Gameplay. Dann ist es auch noch so eine Währung, bei der... Ich glaube, Preston hat das nicht richtig kalkuliert, dass man mit der Grand Heaven Chest so viel bekommt.
Aber weil man mit der Grand Heaven Chest so viel bekommt, macht es ja jetzt auch richtig Spaß, die Währung zu farmen. Und Questen kann das jetzt nicht rückgängig machen, weil dann würde er uns den Spielspaß nehmen. An sich war es ja gut, dass das Update so gekommen ist. Weil so sorgt das jetzt erstens dafür, dass wir wieder mehr Spielspaß an dem Update haben. Und zweitens, dass auch die Spieler, die ein bisschen hinterherhingen, weil sie nicht so gute Pets haben, jetzt die Chance haben, mal wieder richtig aufzuholen, indem man halt wirklich diese Event-Eier farmt. Diese Event-Pets hier sind einfach die besten Pets, die man momentan ziehen kann. Und man kann sie mit weniger Aufwand ziehen, als man momentan die zweitbesten Pets ziehen kann, die aus dem letzten Event. Da haben viel mehr Leute die Chance auf gute Pets und dann jetzt auch bei diesem Egg mit einer erhöhten Chance auf Mythical und Legendary. Das ist richtig geil. Und noch ein Grim Reaper. Und deswegen finde ich das Update gut. Abgesehen davon gefällt mir das Farbschema hier mit dem Violetten hier und der Himmel in der normalen Welt ist jetzt orange. Das ist einfach schön. Die Farben gefallen mir. Guter Einsatz von Beleuchtung und Farben. Cool! Horse! Workout! Workout! Ich liebe es. Oh, das gibt mir Endorphin-Kicks. Ich liebe dieses Egg. Man kann so viele Mythicals rausziehen. Und Sache ist, nur weil die Mythicals jetzt öfter rauskommen, heißt es ja nicht, dass sie schlechter sind. Weil die sind gut. Die sind in der normalen Variante, haben die Mythicals einfach über 3 Milliarden. Das hat der Grim Reaper, der Legendary, in Rainbow. Ihr Triple Damage Boost ist weg. Ja, wer juckt sich für einen Triple Damage Boost? Ich öffne gerade Eggs, Bro. Das heißt aber, der Triple Coin Boost ist auch gleich weg. Das heißt, er wird mich auch gleich belästigen. Oh nein. Ich hoffe, ich werde heute noch Messi ziehen. Stellt euch vor, ich habe einfach Messi gezogen. Mein Triple Coin Boost ist weg und deswegen konnte ich die Vampire Bat nicht sehen. Ich habe Messi gezogen! Weiter geht's. Ich möchte Messi aber jetzt unbedingt mal in Rainbow ziehen. Ich brauche mich nicht beschweren. Ich ziehe jetzt endlich Mythicals. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Mythicals ziehe. Und dann auch noch so viel. Ich brauche mich da wirklich nicht beschweren. Aber das wäre so geil. Stellt euch vor, ich ziehe mir gleich ein Rainbow Mythical. Dann könnte ich das nämlich direkt Dark Matter machen. Das wäre so episch. Aber dafür ist die Chance ja immer noch so gering, weil ich die Mythicals immer noch sehr selten ziehe. Ich habe jetzt 100 Millionen ausgegeben, habe 4-mal ein Mythical gezogen. Ich meine, beim letzten Mal habe ich 100 Millionen ausgegeben, habe gar nichts gezogen. Und jetzt bei 4 Mythicals und 100 Millionen, ich gebe insgesamt 850 Millionen aus. Kann man im Kopf rechnen, wenn die Rate so weiterbleiben gehen würde, hätte ich 32 Mythicals, was eine Menge ist. Aber das nicht bedeutet, dass ich die direkt Dark Matter machen kann. Aber wenn ich davon dann... Die Chance ist ja gering, weil ihr seht, es kommen ja auch nur selten goldene und noch seltener Rainbow Pets. Aber wenn ich die Chance hätte, das wäre so krass. Ich würde dann auch sicher ein paar von diesen Mythicals verlosen, weil ihr wollt sicher auch welche haben. Und nicht jeder kann sich den Mythical Hunter Game Pass kaufen. Man kann zwar auch ohne den Mythical Hunter Game Pass die Mythicals hatchen an diesem Egg, aber ich weiß, wie lange das dauert. Ich habe es ja gestern versucht. Und ich war so verzweifelt, deswegen musste ich mir jetzt diese Gamepässe holen. Dabei nochmal einen Riesendank an Crafter oder CDF2, heißt der jetzt auf Roblox. Dafür, dass du mir die Robux dafür spendiert hast. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin, Crafter. Ich werde dir mal ein Eis ausgeben. Werde ich nicht. Ich hasse es, Eis auszugeben. Vielleicht werde ich dein Eis ausgeben. Golden Vampire Bat. Yeah. Der Giant Pumpkin ist da und wir alle wissen, es ist eine Zeitverschwendung. Gestern Pimp Daniel hat Screenshot gezeigt, dass der Giant Pumpkin einfach in der VIP-Area gespawnt. Das heißt, man könnte den nur abbauen, wenn man VIP gekauft hat. Rainbow Vampire Bat finde ich gut. Die kann ich mitnehmen. Messi! Messi! Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Jetzt bitte nochmal ein Rainbow ziehen und dann bin ich glücklich. Einfach ein Rainbow Mythical, das wär's doch. Ja, ich habe jetzt 750 Eier geöffnet. Ich muss nur noch 750 weitere Eier öffnen. Dann habe ich das nächste Achievement freigeschaltet. Kriege ich 750 Eier hin? Nee. Oder? Doch, ich krieg 750 Eier hin. Wenn ich mit diesem Egg Opening fertig bin, dann habe ich einfach... Mein Achievement öffnet 1500 Eier erledigt. Übrigens habe ich die ganze Zeit Voice Chat an. Vielleicht, und ich habe immer das Gefühl, jemand hört mir zu, aber ich weiß ja, dass niemand irgendwie Voice Chat hat. Ja gut. Es wäre irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn ich hier die ganze Zeit stehe, laber und die Leute hören das die ganze Zeit. Aber ich will ja immer noch darauf warten, dass mich jemand in Voice Chat anspricht und ich ihm dann ein paar Dark Matter Pets geben kann. Und naja, jetzt habe ich ja ein bisschen bessere Pets, das heißt... Ich glaube, ich kann über die normalen Dark Matter Robots hinweggehen und noch ein paar bessere Dark Matter Pets verschenken. Vielleicht sogar mal einen Dark Matter Grim Reaper. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ah, das ist schön. Bitte noch mehr von den Vampire Bats in Rainbow. Und bitte noch mehr goldene Vampire Bats. Aber bitte keine normalen Vampire Bats mehr. Goldene Werwölfe nehme ich auch, aber bitte keine normalen Werwölfe mehr. Die will ich einfach nicht. Nein, bitte nicht. Ich will keine Vampire Bats. Ich will Messi ziehen. Ich will Messi, please. Rainbow-Werwölfe nehme ich gern. Und noch einen Grim Reaper, die nehme ich auch gerne. Davon gerne immer mehr. Gar kein Problem, von denen kann ich nie genug haben. Ah, stellt euch vor, wenn ich dann den nächsten Pets verschenken Livestream mache. Ich meine, ihr seht das Video wahrscheinlich am Montag oder so.
ich nehme das jetzt am Sonntag auf und am Sonntag werde ich wahrscheinlich auch streamen. Und ich glaube, ich werde, wenn ich heute streame, werde ich einfach Grim Reaper verschenken. Also wenn ihr das Video seht, dann kommt ihr schon zu spät. Aber wenn ihr rechtzeitig zum Livestream dabei wart, dann werdet ihr vielleicht ein paar Grim Reaper bekommen haben. Ah, Vampire Bits, ich hasse euch. Geht einfach weg. Übrigens kommt es ab und zu mal vor, dass die Leute, während ich das hier aufnehme, zu mir kommen im Ingame, sich neben mich stellen und Sachen schreiben. Ich lese das meistens gar nicht. Ich sehe immer nur, dass da irgendwer steht. Und wenn ich dann so im Nachhinein in den Chat gucke, dann sehe ich, da hat jemand geschrieben, please Pet. Hier kann ich ein Pet, please, Conny. Ich werde jetzt, während ich so ein Video aufnehme, keine Pets verschenken. Es sei denn, weil das Angebot hier immer noch steht, wenn ihr mich im Voice-Chat in-game anspricht. Dann werde ich euch ein Pet verschenken, weil das steht immer noch. Und deswegen nehme ich das auch auf einen öffentlichen Server auf, damit die Leute, die Voice-Chat haben, die Möglichkeit haben, mir nachzujoinen, wenn ich mal aufnehme. Wenn ich über Nacht farme, dann könnt ihr mir nicht nachjoinen, weil dann bin ich da auf Privatservern. Aber während so einer Aufnahme und vor allem während der Livestreams, die bei mir immer so gegen 18 Uhr starten, aber nur am Wochenende, weil ich halt während der Woche arbeiten muss. Und ich habe immer Spätschichten. Während der Livestreams könnt ihr mir auch nachjoinen. Da ist es dann nur ein bisschen schwieriger, in die Lobby zu kommen, weil... Ghoul Horse! Weiterreden! Da ist es nur ein bisschen schwieriger, mir nachzujoinen, weil da viele andere versuchen, mir nachzujoinen. Ghoul Horse bringt mich nicht aus dem Konzept. Noch ein... Als ob ich schon wieder ein Ghoul Horse hier... Krass! Was? Ey, langsam wird das echt zu viel. Wobei, ich will mich nicht beschweren. Es ist nicht zu viel, bitte gib mir weitere Ghoul Horses. Es ist zu wenig, gib mir mehr. Gib mir mehr Ghoul Horses. Und warum habe ich noch keinen Rainbow gezogen? Los, mach, gib mir Rainbow Ghoul Horse. Oh, ich will sehen, wie stark ein Rainbow Ghoul Horse ist. Einfach so viele Grim Reaper, ich bin so glücklich. Ich bin der reichste Mensch der Erde. Und das nur, weil ich eine Nacht lang gefarmt habe. Und ich habe gerade mal... Wie viel habe ich jetzt ausgegeben? 150 Millionen habe ich gerade mal ausgegeben. Ich habe gestern 100 Millionen ausgegeben und ich habe nicht mal ansatzweise so gute Pets bekommen. Diese Game Pässe, die haben sich so richtig hart gelohnt. Wie soll ich denn jemals fertig werden mit dem ganzen Cash, das ich habe? Ich brauche wirklich Egg-Skip und 3 Egg-Patch. Leute, gebt mir mal einen Augenblick. Ich gucke, ob ich noch irgendwo her... Als ob! Hör auf, mich zu unterbrechen, Ghoul Horse. Ich wollte was sagen. Ich gehe jetzt noch mal gucken, ob ich irgendwoher Robux auftreiben kann, damit ich mir den weiteren Game Pass kaufen kann. Einen Augenblick. Okay, Triple X kann ich mir nicht leisten, aber ich konnte noch genug Robux zusammenkratzen, um wenigstens Egg-Opening-Skip zu holen. Mit Egg Opening Skip kann ich dann das Video schneller hinter mich bringen, weil das dauert jetzt schon echt ziemlich lange. Okay, Egg Skip, Rare Pets, Epic Pets, All Pets. Ich will alles bis Epic skippen, dann kriege ich aber immer noch die Grim Reaper angezeigt, ne? Oh ja, das geht jetzt so viel schneller. Die blöden Vampire Bats endlich weg. Oh, Walkout, Walkout! Walkout! Ghoul Horse! Ja! Oh, Egg Opening Skip ist so schön, dann kriegt man es direkt mit, ob man was Gutes bekommt. Und noch ein Walkout. Okay, ein Grim Reaper. Was ist, wenn ich das auf All stelle? Skippe ich dann auch die Mythicals? Wir gucken einfach mal. Weil wenn nicht, dann ist All besser. Wenn ich die Mythicals nicht skippen kann, aber immerhin die Legendaries. Grim Reaper habe ich geskippt, okay. Und den Vampire Bat habe ich jetzt auch geskippt, aber das ist ja normal. Werwolf. Aber ich hätte auch gern diese Animation, wenn ich ihn habe. Die würde ich auch gerne skippen können. Als ob ich den Ghoul Horse dann auch skippen kann. Okay. Dann werde ich X-Skip wieder auf Epic stellen. Ich würde gerne Legendary skippen können. Damit ich es nur noch mitkriege, wenn ich einen Ghoul Horse ziehe. Aber okay. Dann ist es halt so. Ein Walkout bedeutet dann Legendary oder Mythical. Grim Reaper. Golden Grim Reaper. Ja, Mann, endlich. Wir leben doch in guten Zeiten, Leute. Wir leben doch in guten Zeiten. Das ist das erste Zeichen dafür, dass ich vielleicht noch ein Rainbow Ghoul Horse ziehe. Ich will ein Rainbow Ghoul Horse, unbedingt. Ich bin auch zufrieden mit normalen Ghoul Horses. Noch ein Ghoul Horse, als ob. Ich habe das Gefühl, dass dieser X-Skip Game Pass jetzt dafür gesorgt hat, dass ich noch bessere Pets ziehe. Aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein, weil ich jetzt die schlechten Pets skippen kann. Aber das ist natürlich schön. Das macht Spaß, diese Pets zu skippen. Weil jetzt sehe ich, dass das ein Legendary oder ein Mythical wird. Und die Grim Reaper sind auch mega geil. Ich hätte auch gerne, dass man so automatisch immer skippen drückt. Aber naja, dann muss ich halt immer diesen extra Klick machen. Mein Maus wird's mit da. Und ein Walkout. Walkout. Ghoul Horse. Ghoul Horse. Ah. Digga, ich werde so reich sein heute Nacht. Wir speisen wie die Könige. Noch ein Walkout. Und... ein Grim Reaper. Peinlich. Aber gerne mehr davon. Gerne. Weil wer juckt sich schon für Vampire Bats? Eigentlich müsste ich für die Vampire Bats jetzt Auto-Delete anmachen. Aber andererseits will ich die Vampire Bats auch fusen und dann gucken, was dabei rumkommt. Ich habe früher nur einen Joke über Walkouts gemacht und jetzt...
Jetzt kommt es immer wieder automatisch aus mir raus. Und Preston freut sich bestimmt, dass es so viele Leute gibt, die so viel Robux in sein Spiel ausgeben. Ich meine, mit diesem Update lohnt es sich auch wirklich, diese Gamepässe zu holen. Das Update wird aber auch nicht ewig sein. Es ist nur ein Halloween-Event. Wahrscheinlich wird, sobald das Halloween-Event weg ist, wird es dann keine Eier mehr geben, indem man so gut Legendaries und Mythicals zieht. Rainbow Grim Reaper. Jetzt habe ich einfach noch einen Rainbow Grim Reaper. Und noch einen Rockout. Pah. Mythical Pet habe ich genug. Ich meine, warte mal, for real. Ich habe einfach ein Full-Team aus Mythicals plus zwei Rainbow Grim Reapers. Und das nur, weil ich gerade eben Eier geöffnet habe. Ich müsste nur noch ein Ghoulhorse ziehen. Dann könnte ich ein Full-Team aus Ghoulhorses aufnehmen. Als ob. Endlich habe ich wieder gute Pets. Daddy is back. Und das Schöne ist, die haben ja auch alle Enchantments. Ich krieg die ganze Zeit Diamonds dazu, wegen Glittering. 35 Diamonds bekommen. Oh, Walkout. Walkout. 40 Diamonds bekommen. Ich habe 40 Diamonds bekommen. Glittering, jammer. Oh mein Gott, ich denke gerade daran, wie viele TikToks ich aus diesem Video machen werde. Wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Mythical ziehe, ein TikTok mache und dann vielleicht noch ein paar Mal, wenn ich ein Legendary ziehe. Oh Gott, TikTok wird so überflutet werden. Das tut mir echt leid für die TikTok-Leute. Und wenn ich so viele gute Pets ziehe, dann habe ich halt auch unendlich viele TikToks. Ich habe, glaube ich, auch schon Tage, an denen ich einfach so 7 TikToks hochlade. Und das, weil ich einfach nicht mehr im Golden Grim Reaper, das ist nice. Aber weil ich einfach nicht mehr im Überblick habe, an welchen Tag schon TikToks gescheduled sind und an welchen nicht. Und deswegen, da habe ich so viele an manchen Tagen. Und ich meine, ich kriege die gar nicht mehr reingequetscht, weil man kann ja irgendwie nur 9 Tage oder so im Voraus hochladen. Oder 10, ich weiß es nicht. Aber Walkout! Das war ja nicht mal Ronaldo. Noch ein Walkout! Please, Messi, please, Messi, please. Oh. Stell dir vor, du bist Messi. Und irgendwelche Twitch-Streamer in ihrem Kinderzimmer schreien dich an. Noch ein Werwolf. Und noch ein Walkout. Please, please, please. Oh. Noch ein Walkout. Please, please, please. Oh. Jetzt aber. Oh, schade. Keine Walkouts mehr. Wie sieht eigentlich der Chat aus? Oh ja, ich habe ein bisschen was gehatcht. Wie ich sehe. Gut. Und 25 Diamonds bekommen. Leute, ich nehme jetzt schon 44 Minuten lang auf. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ich versuche, so viel rauszuschneiden, wie ich kann, okay? Ich muss jetzt auch anfangen, meine Klappe zu halten, damit ich das auch machen kann. Nein, ich halte meine Klappe. Darüber sage ich nichts. Wir sprechen nicht über sowas. 60 Diamonds geglittert. Conny, halt endlich deine Klappe, damit du das rausschneiden kannst. Na gut, Conny, dann halte ich halt meine Klappe. Ich will aber nicht meine Klappe halten. Ich will einen Messi ziehen. Oh, ich habe keinen Messi gezogen. Ah, ich habe schon wieder Messi gezogen. Hm. Wen kümmert's, ne? Kann ich gleich wieder deleten. Na, nochmal Messi? Ich habe einfach keine Energie mehr. Ich glaube, ich schaffe es einfach nicht, das ganze Geld, das ich über Nacht gefarmt habe, loszuwerden. Ich glaube, ich werde im Livestream noch richtig viele Eier öffnen. Ich schaffe das einfach nicht. Ich nehme jetzt schon so lange auf. Ich habe gerade mal 250 Millionen ausgegeben. 250 Millionen. Ich meine, wenn ich den Triple Egg Hatch Game Pass hätte, dann hätte ich jetzt auch schon 750 Millionen ausgegeben. Und dann wäre ich schon fast fertig, ne? Wenn, oh, ich brauche Triple X. Mit Triple X hätte ich jetzt schon fast alles ausgeben können. Ich hätte so viel mehr Pets gezogen. Aber na gut, ich werde meinen Schuhhörer, der die Crafter, fragen, ob er mir noch die Robux für Triple X gibt für den Livestream heute Abend. Und übrigens... Rainbow Ghoulhorse! Als ob ich den Rainbow ziehe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft im Leben. Ich bin der reichste Mensch der Erde. 23 Milliarden hat der in Rainbow. Ich werde direkt Dark Matter machen. Ich werde direkt Dark Matter machen. Oh mein Gott. Und das wäre doch ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Was ist euer Lieblingsupdate? Und was ist auch euer Lieblingsevent? Ich kann euch so viel verraten. Das Update, das ich am wenigsten mochte, war das Osterevent. Aber schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!